Paläozoik. Ja, das ist schon ein gutes Deck. Konami war da mal wieder echt kreativ. Und ein Thema rauszubringen, was sich auf die Fallenkarten konzentriert, die als Monster gelten, auch. Super Idee. Wir machen alle Level 2, um so auf Exit zurückgreifen zu können. Und dann fehlen nur noch ein paar Bossmonster. Wir nehmen diesmal 2 statt 1. Und fertig, wir haben ein neues Deck. Doch dann reicht es nicht, dass diese Karten als Monster gelten können. Nein, sie haben auch einfach alles. Sie haben ein MST, sie haben ein Book of Moon, sie haben ein Destiny Draw, ein Foolish Barrier, ein Begräbnis aus einer anderen Dimension und ein Schicksalsschlag im Besser. Dann sind sie auch noch unberührt von Monstereffekten. Ich meine, wie stark ist das denn? Und oh ja, sie werden ja gebanished, wenn sie das Feld verlassen. Aber es ist total egal, das trifft eh nie ein. Denn sie werden eh als Exit beschworen und gehen dann wieder in Grave. Bei den Exits will ich gar nicht erst anfangen. Die können auf Totally Awesome zurückgreifen. Und weil das ja so schwer in diesem Deck ist, spielt man noch die Frösche, damit es noch einfacher ist, als es eh schon ist. Und als würde das nicht reichen. Die Bossmonster sind auch noch total stark. Jede Runde eine Karte zerstören. Oder das andere noch viel besser. Einfach Fallenkarten aus der Hand aktivieren. Ja, geht's noch? Als wäre das nicht schon stark genug. Nein, das Deck ist einfach sowas von konstant. Ich meine, es ist egal, welche Falle du ziehst. Hauptsache, du ziehst welche. Und selbst wenn du alle Karten reinpackst, du hast immer noch genug Platz, um die stärksten Fallen zur Zeit zu spielen. Ich meine, klar, warum auch nicht? Und Topf ist ja so schlecht. Ich meine, man muss 10 Karten banishen. Das ist total egal. Dieses Deck hat keine Schlüsselkarte. Wodurch es total egal ist, was gebanished wird. Weil du eh aufs Extra-Deck zurückgreifst, um ins Spiel zu kommen. Und warum? Weil Paläozoik gut ist.